Willkommen zurück zu einer weiteren orientierungslosen Folge The Quarry. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte konfuse Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen für den PC, für die PlayStation. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Wir sind direkt. Schätze, Emma steht wohl schon länger auf dich, was? Was? Nein, nein, nicht doch. Sie wollte Jacob eifersüchtig machen. Ich habe einfach mitgespielt. Hat dir scheinbar ganz gut gefallen. Ich wollte Emma nur mit Jacob helfen. Das war alles. Nö. Kein Kuss, Junge. Nö. Ich glaube nicht, dass Emma hinter der Sache steckt. Wer sonst? Tja, Caitlin. Oder alle, vielleicht. Vor allem Caitlin. Ist ihr Stil. Hm. Das Spiel ist ganz schön dämlich, oder? Total dämlich. Wir sind keine 12. Jeder kann tun und lassen, was er will. Klar. Klar. Außerdem küsst man in diesen blöden Spielen sowieso nie die Person, die man will, oder? Weißt du noch am zweiten oder dritten Tag, als wir unsere Gruppen zum Inselseilkurs bringen sollten? Da lernten wir uns kennen. Mhm. Erinnerst du dich an den Camper, der, ein kleines Missgeschick auf dem Kurs hatte? Ja, das war ihm so peinlich. Er dachte, er stirbt gleich. Ich muss den sauber machen, bevor es noch jemand mitkriegt. Also, außer dir, meine ich. Danke, dass du nichts gesagt hast. Da haben wir uns nicht zum ersten Mal gesehen. Sondern bei der Orientierung. Am ersten Tag. Wirklich? Da waren eine Million Leute. Aber ehrlich gesagt, du hast dich scheiße benommen. Ich sagte Hi und du hast mich kaum wahrgenommen. Shit, tut mir leid. Die meisten Betreuer machen Camper-Witzchen. Sie verarschen sie und so. Jacob macht das. Und Emma irgendwie auch. Du nicht? Ich war auch mal so. Bin nicht stolz auf manche Sachen. Das wäre dann Jacobs Einfluss. Ja, ich mach's einfach so wie er, wenn er da ist. Du bist anders. Sei nicht so wie Jacob. Wer will schon Jacob sein? Mädchen stehen auf Jacob. Nicht die coolen. Auf wen stehen die denn so? Kerle, die cool genug sind, um einem Camper aus der Klemme zu helfen. Jetzt fühle ich mich schon etwas besser. Nope, es gibt keinen Kuss. Wusstest du, dass der Knirps doch heimgefahren ist? Nein, das wusste ich nicht. Die Camper haben ihn dauernd verarscht, weil er O-Saft in sein Müsli gegossen hat. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Zu knurrig. Es ist ein Bär. Zu flott.
Und tschüss. Nick, du bist mir sowas von rotzegal. Wie sie rennt. Wurde sie gebissen? Ups. Shit. Ich glaube, ich lasse sie noch ein bisschen am Leben. Weil ich glaube, es gibt einfach coolere Tode. Ja, machen wir es mal. Vielleicht sterbe ich doch. Keine Ahnung. Ich war ja das letzte Mal nicht da oben. Vielleicht eine total dumme Idee. Ups. Nee, Quatsch. Oh, wenn sie jetzt runterfällt, wäre eigentlich auch ganz witzig. Uff, warte. Ich will gucken. Vielleicht habe ich jetzt ein Leben verloren. Ich will sie ja eh alle töten. Aber ich dachte mir für sie vielleicht was Cooleres. Au. Und verkackt. Okay, sie wurde nur gebissen. Ha, interessant. Das war wirklich sehr interessant. Witziges Game. Oh, Jacob. Der Arme, ne? Der leidet richtig. Ob ich Jacob irgendwie angezogen lassen kann, das wäre mal ganz interessant zu wissen. Das musst du noch üben. Ja, da hast du mich wohl gefunden. Klar. Hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Jacob, wir waren uns doch einig, dass... mit uns... es sollte doch nur Sommerspaß sein. Ja, nein, schon klar. Ist nur... Du kannst es nicht lassen, Theater zu spielen. Ach, Jacob. Ich meine, ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Quasi. Ich liebe ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Du willst mich echt fertig machen. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Na? Ich komm klar. Das ist meins. Tja, Pech. Ist Finderlohn. Morgen hole ich es mir wieder. Gut. Du kannst hier weiter schmollen und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh, komm schon. Oder du kannst uns ein paar Handtücher holen. Was willst du mit Tüchern? Wir wollten doch
Sommerspaß, oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz vorbei. Okay. Tja, wie es scheint. Alright. Wie es scheint. Wird Jacob wieder seine Kleider verlieren, ne? Das werden wir ja sehen. So, die ganzen Hinweise kennen wir bereits. Die müssen wir nicht nochmal einsammeln. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn wir irgendwie dafür sorgen könnten, dass er angezogen bleibt. Aber anscheinend muss der Mann nackt sein. Gott verdammt. Null Handtücher! Nein! Nicht ein einziges! Du Arsch! Was soll das? Das ist voll das Hündchen von der. Lass dich doch nicht so rumschubsen. Wieso ist er ein Arsch? Er kann ja nichts dafür. Die hat sich aber verdammt schnell ausgezogen. Okay, dann lassen wir es halt einfach abtropfen. Oder wir schütteln uns, Doggy-Style. Wow, du weißt echt, wie meine Frau rumkriegt, was? Na. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Und ob ich kann, weil, siehst du, oh Hilfe, Hilfe! Ich ertrinke und ich brauche einen großen, starken, selbstsicheren Mann, der mich rettet. Tja, wieso fragst du nicht Nick? Der würde dich sicher gerne retten. Ich ignoriere dich. Erwischt. Was soll das, Mann? Oh, okay. Okay, das bedeutet Rache. Klar. Hey, lass das. Ach, hör auf zu rummeln. Das Gesicht, ne? Das Wasser sieht richtig billig aus. Blöd, Mann. Okay, hey, jetzt check das mal. Okay. Mach ein Foto von mir. Ja, für deine kleinen Follower oder so. Top 10 Kerle, die dich glücklich machen im Sommercamp. Ach, ich kriege noch 9. Was? Hast du es gehört? Was? Da war ein Schrei.
Er klang wie von Abby, aber nicht die gute Art von Schrei. Ich höre dich nicht. Okay, gut, du bleibst da. Ich gehe das eben checken. Was? Im Ernst jetzt? Okay, diesmal geht er nicht schwimmen. Denn er hat ja keine Kappe, die er verlieren kann. Und das Auto ist eh Schrott, also über das müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Okay, Abby wurde gebissen. Nick wurde gebissen. Da hast du aber ordentlich Wirbel gemacht, Caitlin, muss schon sagen. Ah, oder war es nur der Stups, den Abby brauchte? Du teuflisches Genie. Wer wird den ersten Schritt machen? Nick oder Abby? Oh, gute Frage. Keiner von beiden. Ich weiß nicht, Nick hat eine Bestie in sich. Haha, wenn die Bestie ein sanftes Tierbaby ist. Ey, lass dich nicht vom süßen Äußeren täuschen, ist ein gestellter Barbecue-Grill unter dem Shirt. Ist dir das auch aufgefallen, ja? Und, was stellen wir jetzt an? Weiterspielen? Ja, jetzt nur noch zu dritt? Okay, Dylan, sagst du... Das klang wie Abby. Oh mein Gott. Sie braucht Hilfe. Wo kam das her? Von da. Kommt. Abby! Hilfe! Bitte! Nick! Helft ihm! Ich mach gar nichts. Einfach gar nichts. Einfach feige nichts machen. Ich will alle Beziehungen vernichten. Am Ende hassen sich alle. Was ist passiert? Geh und hilf Nick! Geh! Mach du das. Vielleicht machst du das besser. Ich helf grad Abby. Geh! Er könnte verletzt sein. Oh, kein Respekt. Die Schrotflinte hat eine Mordstreuung. Pass gut auf. Sie wurden jetzt beide von Chris Hackett gebissen. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, denn Chris Hackett, der weiß ja, wie er sich zu verhalten hat. Warum war er denn nicht im Käfig? Ich meine, zeitlich muss es ja gepasst haben, denn es ist ja nicht weit. Er hat ein Auto. Das muss er doch eigentlich hinbekommen haben. Abkürzung und überall hinfallen. Ups. Das ist mies, Alter. Das ist richtig mies. Er kommt total verkrüppelt an. Oh, Kumpel, ich glaube, du kommst nicht aus der Grube raus. Tja, da hätte ich im Sportunterricht lieber nicht schwänzen sollen. Na, schaff's trotzdem, schade. Wäre so geil. Er verreckt da unten in der Grube. Ryan wird vergessen. Und Ryan ist in der Grube gestorben. Jetzt fällt er voll ins Wasser. Oh, mieser Tag, Alter. Ganz miese Nacht. Ah, komm, wir kürzen es ab, weil da kommt er wahrscheinlich eh wieder raus. Wir können natürlich nicht irgendwie im Fluss liegen lassen. Oh. Kann ich Bobby hier töten? Ich schieß mal. Oh.
heilige Scheiße an. Ich muss. Kannst du gehen? Komm, wir müssen weg. Zurück ans Feuer. Okay, durch meinen Schuss habe ich Bobby quasi verjagt. Oder erschossen. Nee, würde man sehen, wenn er sterben würde. Dämlich, dämlich, dämlich. Oh Gott. Heilige Scheiße. Fuck. Oh Scheiße. Da wartet ein halbnacktes Mädchen auf dich, Jacob. Was machst du hier? Ich ruf. Hallo? Abby? Hallo? Okay, das kann man auch nicht vermeiden, ne? Okay. 1, 2. Fuck! Verdammt, wer bist du? Fick dich, du beschissenes Arschloch! Oh nein, Scheiße, was zum Teufel machst du? Fick dich doch! Was wird das? Psst! Still! Dreck werfen! Ah, Bobby. Nicht dein Tag, ha? Jetzt hat auch kein Blut im Gesicht. Könnte Jacob natürlich anfällig machen. Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen. Also... Zeig. Was hast du da? Es ist der Stern. Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Hoffnung, Bestimmung oder unserer Bedeutungslosigkeit und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit. Und Gewissheit, vielleicht. Der Turm. Stürz deinen Sorgen davon. Kampf oder Flucht? Diese Frage stellen wir uns alle, aber... Oftmals geraten wir nach einer gelungenen Flucht gleich in die nächste Gefahr. Pass gut auf. Und stürz nicht ab. Merke dir, es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeig ich's dir.
Ja, gut. Aber ich kann dir nur Einblick geben in eine mögliche Zukunft. Welche soll es sein? Such aus. Der Stern. Selfie vom Werwolf? Machen wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß. Ah, das wird ein Spaß. So, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Das wird bestimmt auch ein Spaß. Bewertung reindrücken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!